Ezio war ein Assassin, der für seine Tapferkeit und Effektivität in der Ausführung von Aufträgen bekannt war. Er hatte viele Feinde, aber er war immer in der Lage, sie zu besiegen und seine Missionen erfolgreich abzuschließen. Doch eines Tages änderte sich alles. Ezio erhielt einen Auftrag von einem mysteriösen Kunden, der ihn bat, eine wichtige Person zu töten. Der Kunde gab ihm nur wenige Informationen über das Ziel und verlangte, dass Ezio den Auftrag alleine ausführt. Ezio war besorgt, aber er konnte das Angebot nicht ablehnen. Er machte sich auf den Weg zu einem abgelegenen Dorf, wo sein Ziel angeblich leben sollte. Als er ankam, wurde er von einer seltsamen Stille begrüßt. Die Straßen waren leer, und es gab kein Zeichen von Leben. Als er das Haus des Ziels erreichte, war er überrascht, dass die Tür offen war. Er betrat das Haus und fand das Ziel leblos auf dem Boden liegen. Es sah so aus, als ob es Selbstmord begangen hätte, aber etwas an der Szene schien nicht richtig zu sein. Ezio hörte ein seltsames Flüstern und folgte dem Geräusch. Es führte ihn zu einem geheimen Raum im Keller, wo er ein verstecktes Artefakt entdeckte. Er griff nach dem Artefakt, und plötzlich fühlte er sich von einer übernatürlichen Kraft umgeben. Ezio versuchte, zu fliehen, aber die Türen waren plötzlich verschlossen. Er hörte seltsame Geräusche und sah Schatten, die sich bewegten, als ob sie lebendig wären. Er erkannte, dass er in einer Falle gefangen war und dass er gegen etwas kämpfte, das jenseits seiner Vorstellungskraft lag. Er sah das Gesicht seines toten Ziels in einem der Schatten und wusste, dass er es mit einer übernatürlichen Macht zu tun hatte. Die Schatten begannen sich zu bewegen und näherten sich ihm, als ob sie ihn angreifen wollten. Ezio versuchte, sich zu verteidigen, aber es war nutzlos. Die Schatten griffen ihn an, und er konnte sie nicht stoppen. Er spürte, wie er schwächer und schwächer wurde, während die Schatten immer stärker wurden. In einem Moment der Verzweiflung griff er nach dem Artefakt und hielt es fest. Plötzlich wurde er von einer hellen Lichtquelle umgeben, und er fühlte, wie die übernatürliche Kraft, die ihn angegriffen hatte, verschwand. Er hatte das Artefakt benutzt, um die Schatten zu besiegen. Als er den Raum verließ, war er erleichtert, aber auch verängstigt. Er hatte etwas erlebt, das er nicht erklären konnte, und er wusste, dass er nie wieder einen solchen Auftrag annehmen würde. Ezio kehrte nach Hause zurück, aber er konnte die Erinnerungen an seine Erfahrung nicht abschütteln. Er wusste, dass er eine Grenze überschritten hatte und dass er sich in eine Welt begeben hatte, die er nicht vollständig verstand. Aber es gab noch etwas, das ihn noch mehr beunruhigte. Als er nach Hause kam, bemerkte er, dass das Artefakt ihm gefolgt war. Es schien, als ob es ihn nicht verlassen wollte und ihn weiterhin mit seiner übernatürlichen Kraft umgab. Ezio wusste, dass er das Artefakt loswerden musste, aber er wusste nicht, wie. In den nächsten Tagen spürte Ezio eine unheimliche Präsenz um sich herum. Er hörte seltsame Geräusche und sah Schatten, die sich bewegten, als ob sie lebendig wären. Er hatte das Gefühl, dass er ständig beobachtet wurde. Eines Nachts wurde Ezio von einem lauten Geräusch geweckt. Er stand auf, um zu sehen, was los war, und bemerkte, dass das Artefakt verschwunden war. Er suchte das ganze Haus ab, aber es war nirgendwo zu finden. Plötzlich hörte er ein Flüstern in seinem Ohr.
Es war eine Stimme, die er nicht kannte, aber es klang wie die Stimme des Todes. Die Stimme sagte ihm, dass er nicht entkommen könne und dass er für immer gefangen sein würde. Ixio spürte, wie seine Angst zu Panik wurde. Er wusste, dass er gegen etwas kämpfte, das er nicht verstehen konnte. Er hatte das Artefakt benutzt, um Schatten zu besiegen, die er nicht erklären konnte, und jetzt hatte es ihn verfolgt. Er versuchte, das Haus zu verlassen, aber die Türen waren verschlossen. Er war gefangen und wusste nicht, was er tun sollte. Die Stimme flüsterte ihm ins Ohr, dass er tanzen sollte, um der Falle zu entkommen. Ixio wusste nicht, was das bedeutete, aber er hatte keine andere Wahl. Er begann zu tanzen, und als er sich bewegte, spürte er, wie die übernatürliche Kraft um ihn herum schwächer wurde. Er tanzte weiter und weiter, bis er endlich frei war. Als er das Haus verließ, war er erleichtert, aber auch verängstigt. Er hatte etwas erlebt, das er nicht erklären konnte, und er wusste, dass er nie wieder einen solchen Auftrag annehmen würde. Er hatte eine Grenze überschritten, die er nie wieder überschreiten wollte, und er wusste, dass er für immer von den Schatten verfolgt werden würde.